Und jetzt freue ich mich sehr auf meinen Gast heute. Bei der EM 2016 hat er uns mit seinem Song 80 Millionen schon einen Wurm ins Ohr gesetzt. Und bei der WM will er uns jetzt zum Titelverteidiger singen. Ein sehr, sehr bodenständiger, sympathischer Typ und ein geiler Sänger. Hier ist Max Giesinger! Ja, ganz gerne drüben Platz nehmen. Geil. Das ist mal eine gemütliche Sache hier, mein Freund. Oder? Ich glaube, so gemütlich hast du noch nie gesessen bei der nee, Show. Nee, never. Wollen wir es ein bisschen gemütlicher machen? Wenn du willst, können wir die Kissen so legen, dass du gar nicht mehr irgendwie irgendwelche körperlichen Aktivitäten machen musst. Du musst nur noch atmen, das kriegen wir jetzt. Das wäre ganz geil. Guck mal, du weißt doch, wie es geht. Viel mehr kann ich auch nicht, tatsächlich. Ich war schon lange nicht mehr in so einer Shisha-Bar. Es wurde mal wieder Zeit. Wann war es denn zuletzt? Als ich zum allerletzten Mal Shisha geraucht habe, ich in Ägypten, in Hurghada, in so einem Club. Wohl, da hat jemand Ruhe gesagt. Das war der Clubbesitzer. Wahrscheinlich. Da habe ich mir dieses Shisha ganz allein gegönnt, habe aber davor 5 Jahre überhaupt nicht, also keine Shisha geraucht und so. Und mir wurde es dann übel schlecht und ich habe die ganze Nacht auf dem Klo verbracht. Das war meine letzte Shisha-Erfahrung. Also dann hoffe ich, dass du heute ein paar Feuchttücher dabei hast. Ja, egal. Guck mal. Oh. Es geht wieder los. Aber hier jetzt so die ganze Couch voll Kübeln bei dir, wäre jetzt auch nicht so geil. Ja, Bruder, fühl dich frei. Du willst mein Fernsehen, wir sollen eine neue. Aber Max, ich habe was an dir beobachtet. Ich habe was sehr, sehr Interessantes an dir beobachtet. Du bist auch ein bisschen Kanacke, weil du hast fucking krasse Brusthaare, Alter. Die winken ja bei dir schon raus, Bruder. Danke. Guck mal, Mashallah, Bruder. Ja, und das Krasse ist, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Es fängt auch langsam am Rücken an, hinten so. Das habe ich aber auch. Aber ja, ist auch die Frage, muss man sich das rasieren, Girls, oder kann man es einfach lassen? Also ich komme da erstmal schlecht ran, weil ich auch so ungelenkig bin und denke mir, es ist auch irgendwie... Wir können uns ja gegenseitig rasieren. Das wäre natürlich geil. Während des Mandalas ausmalen. Nein, wir malen aus den Haaren ein Mandala. Geil. Aus den Haaren daraus ein Mandala. Das behaftet ja nicht eine einzige Gemeinsamkeit. Unser einziges Talent. Nein, wollte um Gottes Willen, wir haben viele Talente. Ich kann mit einer Hand klatschen. Wie geht das, Mann? Das muss ich bei meinen Konzerten auch mal. Das ist voll praktisch, wenn du irgendwas filmen musst. Irgendwie eklig, aber okay. Ah ja, so. Weißt du, wie das aussieht? Wie bei Scary Movie. Kennst du auch den zweiten Teil? Meine Keime. Max, also du hast als Bankkaufmann mal gearbeitet. Du auch. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Digga. Ich hab's auch nicht durchgezogen, muss man sagen. Recht? Nee. Okay, also ich habe durchgezogen, aber wie lang sind wir jetzt hin? Wie lang warst du denn dabei? Wie lange hast du mitgemacht? Tatsächlich nur 2 Wochen so. Okay, bei mir haben die in den ersten 2 Wochen versucht, mir einen Job aufzutragen. Die haben nämlich gesagt, ich soll die Steckdosen zählen. Wie viele waren es? 27. Das war so eine relativ dunkle Bank, ne?